Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Gears. So, Minus abgeschlossen. Oh, endlich. Und jetzt geht's weiter. Jetzt schauen wir mal, ob wir das Eis brechen können. Ich bin echt gespannt. Setz nochmal auf, mach das Bildmachgerät an und los geht's, Leute. Marcus, wir haben Phosphortreibstoff gefunden. Del meint, damit kommen wir durchs Eis. Nein, Del weiß, dass wir damit durchs Eis kommen. Phosphor. Seid vorsichtig. Das Zeug ist fies. Ja, das soll es sein. Dritter Ende. Also, das Eis läuft uns nicht weg. Wir könnten uns weiter umsehen. Ich werde darüber nachdenken. Oh Mann, jetzt klingst du wie Marcus. Ja, das werden wir jetzt erstmal. Marcus klingt so. Lassen? Ich werde darüber nachdenken. Siehst du? Ein feiner Unterschied. Ja, ein das sehr feiner. Richtig. So. Durchbrochen haben, könnte es schwer werden, wieder hochzukommen. Damit müssen wir dann wohl klarkommen. Gut beobachtet. Na gut, dann zünden wir den Phosphor mal an. Wie geht es jetzt? Jack, Impuls. Na hier, mein. Oh, muss ich jetzt wirklich wegfahren? Okay, los geht's. Okay. Sind dabei, das Tal zu verlassen. Ein Rückkehr ist nicht möglich. Ja, verlassen. Warte mal kurz. Was? Dieses Zeug da. Es heißt Phosphor. Ja, na schön. Es braucht also Sauerstoff und Wasser. Ja? Tja, wir setzen es einer Riesenmenge Eis aus. Also... Sauerstoff und Wasser? Ja. Das wird schon. Und woher weißt du das? Thermodynamik. Na, Reaktionskinetik. Kann mir mal jemand verraten, wann die Chemiestunde vorbei ist? Das wird schon. Das wird schon. Na los. Komm schon, komm schon. Genau. Sicherheit geht vor. Ha! Ich hab's ja gesagt. Siehst du? Alles gut. Da. Das muss der Funkturm von Kadar sein. Das Labor ist hier. Schon schmutzige Geheimnisse. Jack, Akt 2, Kapitel 5. Okay. Weißt du, du musst nicht ehrlich sein. Früher oder später wissen sie, wer du wirklich bist. Schau mal, was trinken, Leute. Irgendwann wissen wir, wer du wirklich bist. Du verbirgst die Wahrheit. Du verbirgst die Wahrheit. Was glaubst du? Warum ist das wohl so? Hast du die Kontrolle verloren?
Deswegen wärst du schon wieder immer Geschübe hier. Sie können den Schwarm nicht schlagen. Hilf mir! Du bist fast da, mein Kind. Kämpfe nicht gegen andere. Etwas schmerzt es auf. Du gehörst nicht zu ihnen. Du gehörst zu uns. Mira, lass es mir kalt! Alter, später. Nichts. Gut, wir haben es nämlich gefunden. Wir müssen nur rausfinden, wie wir reinkommen. Oh, Scheiße. Ach du Scheiße, warte mal. Wir kommen da nicht rein, nicht solange diese Türme da sind. Gehen wir mal hier lang, vielleicht kann man... Seid ihr noch irgendwas? Ein Generator. Klingt so, als hätte es geklappt. Scheiße, wir haben nicht alle erwischt. Hier muss irgendwo noch ein Generator sein. Die andere Seite, oder? Oh. Komme schon! Das überlebt doch auch nicht. Hier ist der andere. Ich brauche hier Hilfe! Ja, komm, reingekrabbelt, komm. Danke dir, Kate. Okay, werden alle aus. Bist du bereit für ein paar Antworten? Ah. Mehr als bereit. Ich hab mich unsichtbar machen können. Ganz vergessen. Ein Unterschied gibt's zwischen diesem Ort und New Hope. Sie hatten keine Angst, gefunden zu werden. Keine Form von Tarnung. Du regst dich so auf? Wegen einem Nadelstich? Ich habe empfindliche Hände. Ordentliche Identifikation ist für den Einlass erforderlich. Der Zutritt wurde verweigert. Guten Tag. Das wird sie machen müssen. Was? Niles? Bist das du? Ordentliche Identifikation ist für den Einlass erforderlich. Ordentliche Identifikation? Hey, probier's ruhig aus. Aber es tut mehr weh, als du denkst. Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause? Bitte sehr, folgt mir. Was heißt denn hier, willkommen zu Hause? Bedarf das wirklich einer Erklärung? Ich mag den Kauderwelsch redenden Niles mehr als diese kryptische Mülltonne. Ah, du bist wohl auf mein minderwertiges Konstrukt getroffen, in New Hope. Genau. Der war nicht so... Hier, cool. Bitte. Was zur Hölle? Drin ist es eiskalt. Meine Güte. Offenbar sind einige unserer Cryojets defekt. Das muss ein Systemfehler sein. Was du nicht sagst. Natürlich können wir erst fortfahren, wenn diese Cryojets deaktiviert sind. Wärst du bitte so freundlich?
Erbärmliches Müll. Kann ich in das Eis rennen? Kryojets werden vermutlich genauso wie die Türme angetrieben. Suchen wir den Generator. Okay, schauen wir mal, wenn wir irgendwas finden. Schon wieder 25. Das kann ich noch gar nicht freischalten. Schaden. Das können wir mal machen. Jack kann sich doppelt so schnell wiederbeleben. Das sieht auch nicht schlecht an. Mal. Okay, auch wieder ein paar Komponenten. Gereicht. Dann sollten wir zum Mülleimer zurückkehren. Okay, kehren Sie zum Mülleimer zurück. Sehr gut. Ja, Jack kommt schon klar. Ich wollte diese Kryojets schon seit geraumer Zeit zurücksetzen. Niles, auf die Erklärung hierfür bin ich echt gespannt. Das? Nur die Überreste eines alten Betriebsunfalls. Ja, diese Tanks sind die gleichen wie in New Hope. Ja, hab's bemerkt. Oh, stimmt. Als meine Arbeit dort begann, habe ich versucht, Kinder mit Rostlunge zu heilen. Aber im Laufe der Zeit änderten sich die Dinge. Die Kur wollte Medizin. Ich gab ihnen Götter. Naja, Schnee von gestern. Gut, dass sie gleich abgeht. Bitte, hier entlang. Warum seid ihr hierher gekommen, nachdem die Chor euren Laden dicht gemacht hatte? Unsere Familie braucht einen Ort, um weiterzuarbeiten. Ungestört. Deine Familie hat das niemals allein gebaut. Du besitzt sicher nicht die nötige Sicherheitsfreigabe für diese Information. Was zur Hölle? Jedem Durchbruch gehen viele Fehlschläge voraus. Hier befinden sich einige instabilere Subjekte. Alter, Durchbruch. Wie ist der euch gelungen? Durch Zufall stießen wir auf das Kind eines Mühlenarbeiters. Immun gegen Alterung, Krankheiten. Tochter zogen wir sie auf. Wie sehe ich denn? Also, Kate? Ah, das dürfte für Sie von besonderem Interesse sein. Lass das Musti raus, das Vieh. Was ist das? Das ist
ist einer unserer ersten erfolgreichen Hybriden. Hybrid? Also ein Locust? Ein und dasselbe. In unserer vorherigen Anlage gab es Probleme mit der genetischen Stabilität. Die Sires waren unruhig und steril. Ein Problem, ganz offensichtlich. Aber die Locust waren anders. Gut zu kontrollieren. Die perfekten Soldaten. Und glücklicherweise zur Vermehrung fähig. Was war anders an ihnen? Ihre Zellen. Die Kinder der Arbeiter aus den Emulsionsminen waren genetisch höchst interessant. So wie die einheimischen Kreaturen der Hohlmasse. Und sämtliche genetische Forschung ist hier drin? So ist es. Scheiße. Hey, hey, Jack, Jack, komm her! Du musst alles von diesem Terminal runterladen. Oh, Mann. Ich glaube, ich will nicht wissen, was manche dieser Dateinamen bedeuten. Aber als das Ausmaß der genetischen Immunität gegen Emotionen eines ganz besonderen Kindes deutlich wurde, begann unsere Arbeit erst richtig. Sie wetten? 100 Pro. Bitte, nur zu. Das ist natürlich Myra. Oder wie ihr sie kennt, Königin Myra. Du hast sie mit den Sires gepaart? Nichts derart Grässliches. Ihre Stammzellen waren jedoch mit der DNA der Sires erfreulich kompatibel. Aber wir haben vieles unterschätzt. Die mütterlichen Gefühle der jungen Myra etwa. Lass mich raten. Sie hat ihre Kinder gegen euch eingesetzt. Nein, nein, nein. Nun ja, doch. Was ich aber meinte, waren ihre eher traditionellen Muttergefühle zu ihrer Tochter. Die kleine Raina. Deine Mutter. Mhm. Was? Du lügst. Das tue ich nicht. Deine Mutter wurde hier geboren und uns von ihrem rückgratlosen Vater geraubt. Dadurch wurde die unglückliche Rebellion der jungen Myra ausgelöst. Warum erzählst du mir das? Du besitzt so viele Gaben, die du noch nicht verstehst. Hey, was ist hier los? Er wird dich töten, wenn er es erfährt. Das werden sie alle. Was hast du gesagt? Ach du Scheiße. Hey, hey, was machst du? Warum bist du mit mir gekommen? Was hast du mit JD besprochen? Kate, ich werde dir nichts tun. Nein? Vielleicht solltest du. Oder ich tue es selbst. Hey. Das würde die Verbindung zwischen dir und den Locust tatsächlich trennen. Nein, halt's Maul! Ich werde nicht zulassen, dass ich ende wie meine Mutter. Deine Mutter? Was haben sie mit deiner Mutter angestellt? Im Schwarm. Sie haben sie verändert. Sie wurde getötet. Ich habe sie getötet. Aber das ist der Prozess, der es ihnen erlaubt zu lernen und zu wachsen. Ohne Königin fehlt ihnen die Führung. Siehst du? Ich bin eine Waffe. Nein. Das bist du nicht. Weißt du, in der Siedlung, als ich in dem Häscher gefangen war, hatte ich die Kontrolle über sie. Was? Ich glaube, ich habe Oscar getötet. Warte mal. Glaubst du das? Oder hast du das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will wieder klar denken können. Ich will, dass es aufhört. Okay. Und du wirst dafür sorgen. Und was, wenn nicht? Dann löschen wir dich. Und vernichten deine ganzen kostbaren Forschungsergebnisse. Bitte, dann lasst mich euch helfen. Und wir sollen dir das einfach so glauben? Ihr dürft trauen oder misstrauen, wem auch immer ihr wollt. Eines muss ich wissen. Deine Mutter und der Schwarmstock, wehrte sie sich? Natürlich hat sie das. Wie befürchtet. Die junge Myra brauchte keine solch grobe Einverleibung. Nein, verraten wir alles. Mein Großvater. Wer war er?
Einer meiner besten Genetiker. Er floh mit der kleinen Raina, weil er nicht mehr an unsere Arbeit glaubte. Wusste Myra, wo er sie hinbrachte? Ich sagte Myra, Raina wäre bei einem Fluchtversuch gestorben. Ich nahm an, die Sache wäre damit erledigt. Überall die Viecher hier. Ich habe mich verkalkuliert. Ich hoffe, dass der bestimmt die alle freilässt. Aber scheinbar haben wir noch eine Fehlfunktion. Vielleicht kümmerst du dich darum. Okay. Ein bisschen anders hin. Aber scheinbar haben wir noch eine Fehlfunktion. Vielleicht kümmerst du dich darum. Aha. Ein bisschen weiter her. Ich glaube, das ist besser. Oh, muss es passen? Schauen wir, ob er da durchrennen kann. Okay, das geht nicht. Ach, das war Tarnung, ich Depp. Tarnung brauche ich nicht. Jack, Schockfalle. Pass auf, du Schnelleimer. Jack ist vergeben. Nun, ihr gebt ein reizendes Pärchen an. Okay. Bitte, folge mir. Upgrade. Wo sie jetzt hin? Gib Bescheid, wenn wir die Führung fortsetzen können. Achso, die andere Richtung. So, jetzt ja. Wir sind fast da. Sag mal, wie fühlt es sich an, wenn sich das Lebenswerk gegen einen richtet? Ich entschied mich, es anders zu betrachten. Die Locusts strebten nach Unabhängigkeit. Myra wies ihnen den Weg. Ich war immer sehr stolz auf deine Großmutter. Auch jetzt noch. Oh mein Gott. Was ist das bloß für ein Ding? Die Matriarchin entstand aus den Stammzellen deiner Großmutter und Saya-DNA. Sie hat Myras Fähigkeit verstärkt, mit den Locusts zu kommunizieren. Dank
diesem Gerät lernte Mara ihre Kräfte zu kontrollieren. Aber wir können damit auch deine Bindung kappen, wenn du willst. Wie funktioniert das? Indem ich dein Hirn leicht beschädige. Wie bitte? Was heißt ihr Hirn leicht beschädigen? Ihre Verbindung zu den Locust basiert auf einem genetischen Algorithmus in ihrem Temporallab. Diese Änderung bedarf einer Betäubung, würde ich sagen. Wie eine Lobotomie. Eine Lobotomie ist sehr invasiv. Das hier ist gezielt. Während ich arbeite, wird die Matriarchin deinen Verstand steuern, unbemerkt, zu seinem Ziel. Okay. Also gut. Nein. Das lässt du schön bleiben. Ich traue dem Teil nicht. Dann beobachte ihn. Aber ich muss das tun. Ich verliere die Kontrolle. Ich will niemandem mehr schaden. Verstanden? Verstanden. Ob das gut geht. So schmerzlos wie möglich zu machen. Ja, das rate ich dir. Ich glaube eher, dass er den Großen aufweckt. Schon gut. Ich bin hier. Mom. Niles, wo willst du hin? Niles, stopp! Du Penner, ich hab's gewusst. Shit. Jack, komm hierher und schalte das ab. Weg da! Bei dir alles okay? Ja, aber... Okay, komm schon, wir besprechen das später. Nein, warte. Er hat mich benutzt. Meine Mutter, sie lebt noch. Was? Es war nicht wirklich sie, aber irgendwie schon. Wo ist er? Notfallabriegelung aktiviert. Na los, er ist hier. Komm schon.
verstehst sicher, wie gütig ich zu dir bin. Du bist nicht mehr anfällig für den Schwarmverstand und deine Mutter wurde erweckt. Tja, sozusagen. Oh, den Scheißkerl mache ich kalt! Ich glaube nicht, dass er uns hört. Ist mir scheißegal! Kryogenik-Abriegelung beginnt. Verlassen Sie sofort das Labor. Scheiße. Wenn du sagst, es lang geht. Such nach einem Weg durch. Mach ich klar. Die Abriegelung muss sich doch aufheben lassen. Wir müssen durch das Eis. Hä? Regelung nicht aufheben. Scheiße! Ich glaube, das war Niles! Dann pack seine Hand auf den Scanner! Identifizierung. Direktor Niles Sampson. Genehmigt. Kryogenik-Abriegelung eingestellt. Von wegen Industrieunfall. Er hat den ganzen Laden hier tiefgekühlt, bevor er verblutet ist. Nimmer wiedersehen. Ja. Das Märchen ist weg. Oh, das dürfte sicher kein Problem sein. Finden wir einfach Niles, komm. Die Befreiung der Matriarchin war unklug. Dafür stirbst du. Das heißt, du wirst nie wieder die Erhabenheit deiner Mutter erblicken. So verwandelt. Ich werde dich töten, Niles! Ja, ganz schön Kraft, dass sie das Tor einfach hochgeben. Sagst du mir, wovon zum Henker Niles da redet? Später. Erst ist Niles an der Reihe. Ein Kind braucht Spielgefährten. Viel Spaß. Ja. Ah, ich kann's sehen! Machen wir sie fertig! Vorsicht! Mehr Lokes! Die. Wisst ihr, was ihr nicht versteht? Was niemand versteht, ist, dass meine Kinder niemals sterben werden. Sie wurden entwickelt, um Generationskonflikte zu überstehen. Sie können sich zurückziehen oder ruhen, aber sie kommen immer wieder. Dafür haben wir gesorgt. Ich freue mich darauf, dem Mülleimer das Maul zu stopfen. Ah, Break raus!
Okay, wir sind Munition. Einer weniger. Okay, töte Lukas Brunnen. Dann müssen wir weiter. Niles darf nicht entwischen. Den trotzdem mal mit. Dann können wir vielleicht ein bisschen Munition auffüllen. Okay, die ist voll. Bis 100. Oh, versperrt. Das muss irgendwie aufgehen. Vielleicht kann Jack was machen. Hier irgendwo, da oben. Okay, da könnte er oben normalerweise rein. Jack, sieh mal, wo das hinführt. Kate, mehr Locust im Anmarsch. Dann halt sie auf. Hey Jack, lass dir nicht zu viel Zeit. Alter! Den gib mir auf den Sack hier. Meine Güte. In seinen Kopf geguckt. Frag lieber nicht. Wir rennen einfach mal. War schnell. Teufel ist Niles. Meine Güte.
Offenbar hat jemand meine Sires aus ihrer langen Ruhephase geweckt. Wer das wohl gewesen sein könnte? Del, bereit machen! So ein Penner, hey. Heftiger Scheiß. Alter, was ist hier los? Scheiße, ich komme, Kane! Das waren alle. Dann weiter, Niles hinterher. Na los! Alter Schmiede! Hey, Niles! Wir sind noch da! Ich glaub echt nicht, dass er dich hört. Ist mir echt egal. Die halten ganz schön was aus, die Penner. Da ist auch noch so ein großer drinne. Nein, da war doch schon eingefroren, Mensch. Schon mal sehen, ob wir dem kommen. Okay, hier ist nichts. Der Niles verliert irgendwas. Anscheinend ist er hier lang. Hä, was würden die ja verlieren?
Folgen wir der Spur. Kate, wir müssen ihn immer noch kriegen. Folgen wir seiner Spur. Okay, also hier hinten lang. Folgen wir der Spur. Komm schon! Direkt hinter dir, Niles. Was geschehen ist, lässt sich nicht ändern. Der Planet gehört Ihnen. Ich kann das wie eine Boss-Arena hier. Alter, okay. Okay, wie machen wir das? Nein! Yeah.
den Rücken! Alter! Das ist doch scheiße! Mal sauer!
Ach, das ist doch scheiße. Oh, gut, ich würde sagen, jetzt machen wir aber Schluss an der Stelle. Ist eh schon eine Stunde wieder vorbei. Schauen wir in der nächsten Folge, ob wir den irgendwie hinkriegen. Ich probiere den, werde jetzt trotzdem nochmal probieren. Aber das ist jetzt auch blöd, dass du da One-Shot bist. Das, keine Ahnung. Na gut, okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.